Hallo, liebe Camper, es ist wieder soweit, der erste Schnee fällt. Das heißt, wenn wir unser Auto bisher noch nicht winterfest gemacht haben, dann wird es schleunigst Zeit, das zu tun. Und genau das zeige ich euch jetzt. Wir fangen am Kofferraum an und da haben wir den Frischwassertank. Hier haben wir ein kleines Rädchen. Wenn wir es ein Viertel aufdrehen, bleiben noch 20 Liter Frischwasser drin. Und wenn wir es ganz aufdrehen bis Anschlag, läuft unten das ganze Frischwasser raus. Somit bleibt hier drin kein Frischwasser mehr. Das kann auch dann nicht einfrieren. Nun geht es in den Innenraum. Und hier ist vor allem wichtig, wenn das schlechte Wetter draußen ist, Schuhe ausziehen. Hier müsst ihr alle Wasserhähne in Mittelstellung bringen und öffnen. Somit kann das restliche Wasser abfließen, wie auch hier im Bad. Und es passiert nichts mehr in den Leitungen, weil kein Wasser mehr vorhanden ist. Bei mir kommt jetzt nichts mehr raus, weil ich habe mein Fahrzeug schon winterfest gemacht. Einen Punkt haben wir noch vergessen, und zwar geht es unter die Sitzbank. Dort befindet sich der Frostwächter. Wichtig ist, dass der Frostwächter in dieser Stellung ist. Im Normalbetrieb ist er so, dieser Knopf ist drin, damit ist der Frostwächter aktiviert und so ist er gelöst für den Winter und jetzt können 10 Liter Frischwasser aus dem Boiler ablaufen und es befindet sich kein Wasser mehr bei euch in den Leitungen. Das sind meine drei Tipps, um euer Auto winterfest zu bekommen. Zum einen, lasst das Frischwasser aus dem Frischwassertank ab. Öffnet alle Hähne in der Mittelstellung, denn dann kann das Wasser, was noch in den Leitungen ist, zurück in den Frischwassertank laufen und dann von dort aus nach draußen. Und als dritten wichtigen Punkt, öffnet den Frostwächter, dann kann auch die 10 Liter, die noch in dem Warmwasserboiler sind, die können dann auch ablaufen und somit befindet sich kein Wasser mehr in eurem Wasserkreislauf. Ich wünsche euch eine wunderschöne Winterzeit, genießt sie und passt immer darauf auf, dass euch ja die Leitungen nicht einfrieren.